Drei schnelle und kreative Beilagen vom Grill zu gegrilltem, die alle mit Käse zu tun haben. Denn es muss ja nicht immer Nudelsalat sein. So viel haben wir hier für euch aufgebahrt, aber keine Sorge, keine Angst. Das ist nicht für ein Rezept, das ist für alle drei. Jedes Rezept für sich ist aus ganz wenigen Zutaten super easy gemacht und auch echt schnell. Also fühlt euch nicht erschlagen von den ganzen Schüsseln, die hier stehen. Und um so eine kleine Gedankenstütze zu haben, habe ich hier ein paar Notizen für mich. Ich lese euch vor, was es ist, was euch erwartet, aber probiert wird erst am Ende, ne, das Resümee gezogen. Und natürlich auch müssen wir erstmal zu Ende kochen, damit wir wissen, wie es aussieht und wie es schmeckt. Also, wir haben hier vorne Wassermelone. Das wird gegrillte Wassermelone, fancy abgeschmeckt und gratiniert mit so einem Feta-krümeligen Dressing. Dann haben wir hier vorne die Salatherzen, gegrillte Salatherzen, auch hier vorne ein paar fancy Zutaten, seht ihr später im Video. Und als drittes und letztes Tomaten, Mozzarella, Grillbrot, Chimichurri Style. Wir haben hier ein fertiges Baguette, ihr könnt natürlich auch selber eins backen, aber es soll ja schnell gehen. Ne? Also alle diese Beilagen sind so gedacht, dass man nicht viel vorbereiten muss, nichts marinieren, nichts am Vortag oder sowas, sondern ihr besorgt euch das, macht das nach und habt was richtig Leckeres und was Besonderes zu gegrilltem. Los geht's mit Nummer 1, der Wassermelone. Zutatenliste, Bier trinken. Ich habe eigentlich keine Lust auf ein Bier, aber wenn das da drin steht. Müssen wir wohl ein Bier trinken, oder? Dürfen wir eigentlich Werbung machen? Ist das Werbung jetzt? Wir werden nicht gesponsert. Okay. Hm. Ah, mhm. So, die Zeit habe ich mir genommen, weil es geht wirklich verdammt schnell. Der Grill ist heiß, das Grillrost. Wir machen uns hier die Wassermelone in Scheiben geschnitten. Einfach auf den Grill, zack, zack. Grillen die an, machen uns ein schönes Muster. Und dann parallel mischen wir uns hier vorne Feta-Käse rein, Oliven rein, Zitrone, gucken, dass keine Kerne drin sind. Waren doch welche drin. Ihr könnt noch mehr Zitrone reinmachen, wenn ihr wollt. Und dann Wunderwürze, Gewürzmischung, Kräuterbutter. Wenn ihr die nicht habt, nehmt eure Lieblingskräutermischung. Da könnt ihr auch variieren. Ich fange mal mit so viel an. Und dann wird das Ganze einfach so ein bisschen den Feta auch ein bisschen noch gucken, dass ihr den so zerdrückt, quetscht die Säfte da raus hier. Das darf ruhig ein bisschen krümelig sein. Bisschen vermischen. Ich probiere mal so eine Olive vielleicht mit so einem Käse. Das ist schon ganz geil. Wassermelone wenden. Die Melone ist fertig auf dem Grill und wenn die karamellisiert, boah, das ist so ein geiler Geruch, dieser Zucker der Melone, mega, mega, mega. Nummer 1 und Nummer 2, ich lege das flach hin. Darauf kommt unser, zack, 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 wir krümeln das so ein bisschen drauf hier. So, oh Mann, das riecht, diese Gewürze. Also weiteres Gewürz, Salz, Pfeffer brauchen wir eigentlich nicht, weil alles ist in der Gewürzmischung drin. Und dann richten wir uns das richtig schön an hier. So, geil. So ein bisschen locker, flockig. Und dann kommt darauf hier Minze. Grob anhaken. Zack, zack, zack. So ein bisschen drüber. Und wenn ihr habt
dann macht noch mal so ein bisschen, ich finde es immer geil, Olivenöl. Boah, ist das geil. Wenn ihr das riechen könntet. Mega. Nächste Beilage. Gegrillte Salatherzen mit Ziegenkäse. Und das ist ein ganz junger Ziegenkäse, nichts gereiftes, ein Ziegenfrischkäse. Der ist so fancy im Geschmack. Der gibt so viel einfach guten Geschmack in dieses komplette Gericht. Und ich habe vielen Gästen dieses Gericht schon, diese Beilage schon serviert, die gesagt haben, aber vorsichtig, Ziegenkäse ist nicht so meins. Aber Ziegenfrischkäse ist so ein geiler Kick und alle mochten es bis jetzt. Also, wir fangen an. Wir nehmen uns hier die Salatherzen. Ich nehme mal so 3-4 Stück. Schnittflächen nach oben legen, die sind halbiert. Also so sitzen die zusammen, aufgeschnitten. Schnittfläche nach oben. Ich mache mir mal so ein bisschen Salz drauf. Der Salat ist leicht bitter oder kann leicht bitter sein. Und das Salz nimmt so einen bitteren Geschmack. Viele denken immer, wenn man jetzt was Bitteres hat, dann muss man damit Süße gegenwirken. Das ist nicht korrekt. Wenn man Bittere rausnehmen will, dann ist Salz ein guter Game Changer. Olivenöl drauf. Kurz einmassieren. Schön reindrücken, dass das Olivenöl auch reinfließt in die Blätter. Das Ganze dann auf den Grill. Mit der Schnittfläche runter. Und schön scharf und direkt und kurz angrillen. Ah, wer Salat grillt, muss viel Bier trinken. Steht auch in dem Rezept. Jetzt gratinieren wir das Ganze mit dem Ziegenkäse. Dafür rübersetzen in eine Backform, Auflaufform, was auch immer ihr habt. Einmal kurz gucken hier, wie angeröstet die sind. Dann hat man so einen Eindruck. Ne? Also die sollen knackig bleiben. Aufpassen, dass sie nicht auseinanderfallen, so wie da. Knackig bleiben, aber richtig geile Röstaromen. Dann Ziegenkäse drauf. Pro grobe Klötzchen so reindrücken, cremig, das soll so ein bisschen reinschmilzen, aber auch so ein bisschen überbacken. Dann Klappe zu, die rechten Brenner, also wir backen das jetzt indirekt, rechte Brenner, Vollstoff, irgendwas mit 200 Grad, egal, Hitze auf dem Buckel. Ne? Rezept Nummer 3, es geht direkt weiter mit dem Baguette. Das soll nämlich gleich mit in den Grill. Nehmen uns jetzt hier Wunderwürze, Gewürzmischung Chimichurri. Wenn ihr ein gutes Rezept von einer eigenen Haus-Chimichurri habt, die ihr immer macht, nehmt natürlich die. Ich mache es mir schnell und einfach hier, quick and easy. Die fertige Chimichurri. Weil es ein Konzentrat ist, verdünne ich mir das mit ein bisschen Olivenöl. Ungefähr 50-50 ist die Mischung. Dann, es soll ja gleich gefüllt werden mit Mozzarella und Tomatenscheiben. Wer richtig schlau ist, zählt die Scheiben, schneidet das dann dementsprechend oft ein. Die Lust habe ich jetzt nicht, deswegen schätze ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das war zu wenig. Egal, wir schauen, was übrig bleibt. Dann... Ach ja, wir machen das erst so. Achtet darauf, dass ihr nicht bis zum Boden durchschneidet, denn das Baguette soll im Ganzen bleiben. Die Gewürzmischung hier, die verrühren wir uns einmal schnell und dann pinseln wir das Baguette damit ein. Von außen, so ein bisschen. Einmal schön alles bedecken. Baguette kurz an die Seite. Hier nehmen wir uns unsere Gewürzmischung. Und dann machen wir die Tomaten mit rein. So. Wunderschöne süße Tomaten. Und den Mozzarella. Achtung, dass wir keine Flüssigkeiten mitnehmen.
Also nicht einfach so reinkippen. Und das Ganze wird jetzt komplett mariniert. Schön auseinander machen. Guckt euch das mal an. Alleine diese Farben hier. Nationalflagge Italien. Wie die Pizza Margherita. Wenn das fertig ist, Baguette wieder rüber. Könnt ihr kleine Hilfe nehmen. Oh, das bricht schon fast hier. Ja, das bricht, das ist zu gefährlich. Ich lasse das so. Und dann nehmen wir uns immer eine Tomate und eine, ach, da ist es schon ganz dünn hier, aufpassen. Eine Tomate und eine Mozzarella. So, schön rein. Und das Ganze vorsichtig machen, dass es nicht bricht. Füllen wir uns jetzt komplett bis zum Schluss. Nachteil natürlich bei fertigen gekauften Baguettes, der Teig ist etwas brüchiger im Gegensatz zu frisch gebackenen, weil das ist ja noch nicht aufgebacken. Wenn das bricht, so wie hier, ich provoziere das jetzt mal und breche das bewusst ab, weil das ist mir hier vorne auch passiert, dann macht das so wie hier, nehmt euch irgendeine Auflaufform, ist genauso geil, ist überhaupt nicht schlimm. Und dann steckt ihr euch so das dazwischen, das natürlich auch noch brechen, zack, es sind rustikale Beilagen, also das ist jetzt, na, so, zack, zack, da rein, den vielleicht da noch hin. Und dann habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, da noch mehr reinzustopfen. Viel Käse, viel gut. Und wenn dann noch was übrig bleibt hier, guck mal, in diese Schale, wenn dann noch was übrig bleibt, das macht ihr euch einfach hier am Rand mit rein. So, alles einfach rein. So, richtig schön. Überall, wo was reingeht, noch was reinstopfen. Wunderbar. Zack, zack, zack. Da am Rand noch. Keine Reste behalten, wenn noch was von der, ja, da geht noch Tomate rein, da Mozzarella, wenn hier noch was von übrig bleibt, ne, alles drauf, schön verteilen und ab damit zum Ziegenkäse und den Salatherzen. Nachdem das Grillbrot drauf kam, 12, 13 Minuten jetzt später, Deckelthermometer zeigt jetzt bei mir 230, 240 Grad an, hier oben. Und wir haben richtig Hitze drauf gegeben, denn wir wollten noch ein paar Röstaromen haben. Das Ganze hole ich mir mal rüber. Und Leute, das in diese Schale zu geben und mit dem ganzen Käse zu stopfen, war eine richtig gute Idee. Ihr dürft gleich auch reingucken. Wartet ab. Die Salatherzen. Das Ganze müssen wir jetzt noch entfinalisieren, denn da fehlen ja noch so ein paar Zutaten. Ich habe hier Preiselbeeren, die habe ich mir, kleiner Löffel, die habe ich mir angedickt mit 10 Gramm Speisestärke, um so ein bisschen mehr Schlons reinzukriegen, damit es nicht sofort runterfließt, sondern auch oben drauf liegen bleibt. Das Ganze schmecke ich mir jetzt ab mit Wunderwürze Magic Toscana Gewürzmischung. Wenn ihr die nicht habt, dann nehmt einfach Thymian so ein bisschen und vor allen Dingen auch Rosmarin. Also Rosmarin sollte schon ein bisschen im Vordergrund stehen. Salz, Pfeffer, alles was so reingehört. Nach eigenem Gusto abschmecken. Wenn euch das zu wenig ist, macht ein bisschen mehr rein. Geil. Das Ganze verrühren. Das kommt auf die Salatherzen. Zack, einfach drüber. Ihr könnt natürlich zu Hause, wenn das Video jetzt wieder meine Frau sieht, schimpft sie und sagt, warum nimmst du diese Edelstahlschalen? Ich finde Edelstahl einfach geil. Nehmt zu Hause ein paar schöne Auflaufschalen, ne? Die ein bisschen was hermachen, weil dann könnt ihr das direkt in den Schalen anrichten. Wir lassen das da drin, denn vor allen Dingen jetzt der Salat, wenn wir das jetzt noch großartig rausnehmen, irgendwo anders drauf machen, dann könnten die Salatherzen auseinanderfallen. Das wollen wir natürlich nicht. Und das sieht auch echt schon super aus hier drin. Und vor allen Dingen der Käse hier, wie der da reingeschmolzen ist, das sieht einfach gut aus. Ne? Hier drüber kommt einfach noch ein bisschen Basilikum, grob gehackt, klack, klack, klack. Und einfach so drüber. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr auch da noch, genauso wie über die Salatherzen, einen so ein Drizzle Olivenöl machen. Ich finde das geil. Zack. Fertig. Bam. Oh ja. Das ist geil. Das riecht so gut. Ihr könntet jetzt ja denken, mein Gott, das ist Brot mit Tomaten und Mozzarella. Aber diese Gewürzkruste auf dem Brot, das ist der Clou. Besser
als jedes Kräuterbaguette, was ihr so kaufen könnt. Ich nehme noch so ein bisschen saftige Tomate mit und dann 5 Meter Käse drauf. Ist noch sehr heiß, aufpassen. Ich verbrenne mir jetzt garantiert den Mund. Mmh. Geil. Mmh. Mmh. Diese Gewürzmischung, bam, die peppt da richtig Geschmack rein. Und dieses, der Mozzarella hat ja viel Wasser. Und es fließt unten so ein bisschen rein, das ganze Brot saugt sich damit voll, wird saftig. Mega, mega gut. Und jetzt etwas, was ich echt gerne esse. Die Konsistenz ist so, ja, leichten Knack haben wir noch drin. Soll nicht zu labbrig sein. Mmh. Mmh. Dieses Braun hier, das ist das karamellisierte, dieser karamellisierte Wassermelonenzucker. Oh, das ist so gut. Das ist ein Gericht, wenn es draußen, auch durch die Minze, wenn das richtig heiß ist, ich muss noch mal essen hier, wenn das richtig heiß ist, so was Knackiges, Frisches. Mmh. Mmh. Das ist fancy. Mmh. Saftig. Mmh. 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 Salatherzen schneiden. Hört ihr das hier vorne? Bisschen crunchy. Mmh. Crunchy, saftig. Oh ja. Mmh. Ich glaube, das ist mit die größte Überraschung. Mmh. Mmh. Geile Fleischbeilage. Also ihr könnt natürlich alle drei auf einmal machen. Oder ihr lasst das weg und macht nur die beiden Sachen. Aber dieser gegrillte Salat sieht am schlechtesten aus. Ich will nicht sagen, der schmeckt am besten von allen, weil das ist alles geil. Aber boah, das ist wirklich... Und ihr könnt natürlich auch hier rumswitchen, ne? Nehmt euch hier den Salat, zack, ab aufs Brot damit und dann da, Prosit. Mmh. Das ist gut. Boah, ist das geil. Mmh. Bevor ich mich verabschiede, guck noch einmal rein hier. Da. Guck mal. Das Öl, die Säfte, der Käse. Mmh. Ihr werdet Spaß haben. Mmh. Macht das nach. Schreibt es runter in die Kommentare, wenn ihr es nachgemacht habt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und von all unseren Fleischrezepten am Grill, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen, das unterstützt unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich empfehle euch hier vorne noch mal ein paar weitere Videos. Bin ich noch im Bild. Klickt euch da mal gerne durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Das ist echt geil. Also wirklich jetzt.